Der November 2020 hat es gezeigt. Dunkel und windstill. Eine sogenannte Dunkelflaute. Da nützt einen, auch so wie wir sie auf dem Dach haben, eine Solaranlage nicht viel. Da nützen natürlich auch Windkraftanlagen nicht viel, wenn kein Wind weht. Und Speichertechnologien, so wichtig die im Sommer sind, nützen auch nichts viel, weil wenn man untertags schon weniger Energie produziert, als man verbraucht, dann was soll man dann speichern? Kurze Rechnung, 1,4 Terawatt ist aktuell der Verbrauch in Deutschland. Wahrscheinlich sogar noch etwas höher, der durchschnittliche Verbrauch bei dieser Dunkelheit. Und alle regenerativen Energiequellen zusammen in Deutschland schaffen 0,3 Terawatt, was schon super ist. Aber jetzt zu behaupten, wir kriegen das auf die Schnelle hin, dass diese Energiequellen so ausgebaut werden, zugebaut werden, dass wir die 1,4 Terawatt oder noch mehr schaffen oder dass wir das entsprechend einsparen können, das ist einfach nur utopisch. Zumal es ja auch noch mehr Elektroautos geben soll, was ich persönlich begrüße. Nur es wird nicht funktionieren ohne Strom. Es wird explizit in Deutschland nicht funktionieren ohne den Atomstrom. Denn im Dezember hat kein Land so dreckig verstromt wie die Bundesrepublik Deutschland. In ganz Europa sind wir ganz weit vorne mit dem CO2-Ausstoß für die Kilowattstunde. Und das liegt an den wieder angeschalteten Kohlekraftwerken und an der fehlenden Bereitschaft der Bundesregierung, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, beziehungsweise die alten wieder einzuschalten und ganz schnell wieder Brennstäbe zu besorgen. Wenn die Umfragewerte sich noch ein wenig ins Schlechtere verkehren, dann wird vielleicht diese fatale Fehlentscheidung rückgängig gemacht. Ich hoffe darauf.